Sie haben ja sehr umfangreich recherchiert für diesen Beitrag. Sie haben mit etlichen Zoodirektoren telefoniert und Sie sind im Prinzip auf zwei Konzepte gestoßen, wie heute Tiere in Zoos zu halten sind. Können Sie vielleicht mal beschreiben, um was für Konzepte es sich handelt, wo die Unterschiede liegen? Also beim Zoo Hannover, wo wir auch gedreht haben, ist es so, der Zoo möchte echt anders sein. Er möchte ein Erlebniszoo sein. Er wirbt mit dieser Rüsselbande, diesen Elefanten. Und deshalb sollen diese Tiere auch gewisse Kunststücke vorführen. Sie werden präsentiert. Um das machen zu können, müssen die Tierpfleger diese Tiere dressieren. Sie müssen direkten Umgang mit den Tieren haben. Und deswegen hat der Zoo sich entschieden, diese Hands-on-Methode, so heißt das, anzuwenden. Also direkter Kontakt mit den Elefanten. Und das bedeutet im Klartext, dass der Tierpfleger ist Teil der Herde. Er muss von den Tieren akzeptiert werden. Der gehört zum Sozialgefüge dieser Herde und muss der Boss sein. Denn sonst geht es nicht. Das ist sehr gefährlich, was die Pfleger machen. Und das heißt, die müssen zeigen, dass sie der Boss sind. Das machen sie mit diesen Elefantenhaken, mit dem diese Tiere dressiert werden. Und das heißt, dann muss auch eben auch mal Gewalt angewandt werden, damit die Tiere genau das tun, was der Pfleger will, nämlich Männchen, Handstand, sich hinlegen, den Fuß hochheben und so weiter. Also das ist sozusagen das eine Konzept. Ja. Die Pfleger sind Teil des Sozialgefüges. Richtig. Und dann gibt es ein anderes genau, Konzept. Genau, es gibt noch ein anderes Konzept und viele Zoos haben in den letzten Jahren auch darauf umgestellt. Und zwar ist das der sogenannte geschützte Kontakt. Das heißt, die Tiere sind allein auf ihrem Gehegen, da sind auch keine Menschen dabei. Es ist immer ein Gitter zwischen den Pflegern und den Tieren. Und wenn die Tiere zum Beispiel die Füße gepflegt bekommen müssen oder so, dann macht man das mit Leckerli, lockt sie an, trainiert sie und sie machen das tatsächlich auch freiwillig. Das sind nämlich sehr intelligente Tiere, Elefanten, die sind gut trainierbar. Ja, und von den 26 Anlagen, Elefantenanlagen, die wir in Deutschland haben, haben immerhin schon 15 auf diesen geschützten Kontakt umgestellt. Und da hieß es zumindest, gibt es solche Szenen nicht mehr. Da gibt es keinen Einsatz vom Elefantenhaken mehr. Jetzt kann das ja durchaus attraktiv sein für den Zoobesucher, solche Kunststücke zu sehen. Was waren denn die Gründe, diese neue Methode quasi zu etablieren? Ja gut, die neue Methode hat den Vorteil, dass man den Tieren keine Gewalt antut. Es ist eine sanftere Methode. Es ist eine tiergerechtere Methode. Wir reden hier von Tierschutz. Und es ist auch ein Stück weit Zeitgeist. Es hat sich massiv verändert. Früher ist man auf Elefanten noch geritten. Dann gab es Dressuren, wie im Zirkus im Grunde auch. Davon ist man jetzt abgekommen. Und man will eben grundlegend hin zu dieser sanfteren Methode, die Tiere zu halten, auch weil es für die Tierpfleger sehr gefährlich ist, mit diesen Tieren umzugehen. Es gab in den letzten Jahren 40 Tote international, auch in Zoos. Das zeigt schon, dass diese Tiere natürlich ein Gewaltpotenzial in sich tragen. Die sind mordsschwer und ein Rüsselschlag von einem solchen Elefanten kann einen Pfleger total aus dem Konzept werfen und töten auch. Mhm. Ja. Also es ist ja auch so, dass wir generell erzählt bekommen haben in der Recherche, dass es einen Trend dahin geht, dass man sagt, ein Zoo soll die Tiere in ihrem möglichst natürlichen Umfeld, mit ihrem möglichst natürlichen Verhalten zeigen, mit möglichst bester Haltung. Das hat Herr Professor Nikic im Gespräch auch extrem betont. Deshalb zum Beispiel im Zoo Frankfurt ist es so, das gilt nicht nur für Elefanten, die sagen, sie gehen auf gar keine Gehege ihrer Tiere. Sie respektieren ihre Tiere, sie halten Abstand zu ihren Tieren, sie lehnen es komplett ab, Gewalt anzuwenden gegenüber ihren Tieren, sondern sie sehen sich als die Beschützer der Tiere und auch die Bewahrer der Tiere. Und zu so einer Philosophie passt natürlich diese Hands-on, diese dominante Methode überhaupt nicht. Man muss auch dazu sagen, dass diese Elefanten zwar Dickhäuter heißen, aber keineswegs Dickhäuter sind. Die sind sehr empfindlich, empfinden Schmerz, empfinden diese Art der Dressur als starken Stress und kommen damit gar nicht klar. Also die Elefantenforscherin Carol Buckley, die Amerikanerin, die wir ja auch zitiert haben im Film, sagt ganz deutlich, dass das hier ein Dauerstress ist, Dauerangst hat, ist, was die Tiere hier empfinden. Ja, insofern ist diese Methode gar nicht tiergerecht. Ja. Also halten wir fest, da ist ein Wandel im Gange. Da sind viele Investitionen nötig, um einen Zoo eben auch einem solchen neuen Konzept anzupassen. Sie werden das weiter für uns beobachten. Vielen Dank. Bis hierhin.